Servus YouTuber, Leuchtturmmeister grüßt euch. Heute mal zu einem kleinen anderen Video. Ich habe mir eine neue Kettensäge zugelegt. Fällt das Video? Lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, schaut mal meine Videos an, die schon hochgeladen sind, ob euch da was gefällt bei. Ansonsten Messer hier einmal auspacken. Stiel, eine MS 51 müsste drin sein. Hat ein 40er Schwert. Dieses Modell kriegt ihr in zwei Ausführungen. Einmal mit einem 35er Schwert und mit einem 40er Schwert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dann wird sie getankt und mit Öl befüllt und geschaut, ob sie wirklich richtig läuft. Aber ich denke, das wird auch so sein. Okay. Dann wirklich eine Stiel drin. Es ist eine Stiel. Den kennt, glaube ich, jeder. Schlitz, Schraubendreher und den Schlüssel, um die Zündkerze zu wechseln. Ja, weiter geht's. Dann haben wir hier noch einen kleinen süßen, auch noch einen Schlitzschraubendreher. Schön mit Stiel drauf. Was will man mehr? Okay. Erwartet uns alles hier drin. Als erstes, wir haben eine Bedienungsanleitung dabei, inliegend. Dann haben wir die Schwertscheide. Dann haben wir eine Kette, sofern ich sie rauskriegen sollte. Genau, hier haben wir die Mikrokette, das seht ihr. Die habe ich mir auch nochmal, die hatte ich mir nochmal extra dazu bestellt. Somit habe ich zwei Mikroketten, 62 Glieder, 62 Glieder, also ist genau die gleiche, die ist dabei. Und dann habe ich noch die super, wunderbar, drei Ketten dabei. Ziehen wir gleich auf, schauen wir uns an. Dann haben wir hier das Schwert. Das ist das Rollomatic E. Die Führungsschiene von Stiel. Auch hier genau zu sehen. 3005, 47, 13, 40er Schienenlänge. Und für eine 62 Glieder Kette. Die 325. 3,25 ist es in 8,25 mm. Montieren wir auch gleich. Und nun kommen wir zum Hache, nämlich der Stiel. MS-251C. Schönes Gerät. Na okay, dann schauen wir mal, was so passiert. Dieser Stiel ist made in China. Nun gut. Was ist zu der 251er zu sagen? Also die 251er hat entweder ein 35er Schwert oder ein 40er dabei. Die 251 hat 3 PS und somit ist sie ein bisschen stärker wie meine Vorgängermaschine. Sie hat schon die manuelle Vergaseeinstellung. Wir haben eine Sicherungsschraube und keine zwei. Und wir können von der Seite schön bequem die Kettenspannung einstellen. Zum Beispiel bei der MS-170 ist das Ganze noch von vorn zu bedienen. Wir haben auch schon einen Metallhaken vorn dran. Ist bei den kleineren Modellen auch aus Kunststoff. Kann man natürlich nachrüsten, aber hier ist es direkt aus Metall dabei.
Es ist hier der neue Motor verbaut, der 2-Mix-Motor, so wie ich es gelesen habe. Wir haben die Schnellverschlüsse, das war mir auch sehr wichtig. Hochklappen, zur Seite drehen, Vierteldrehung, entnehmen, befüllen und wieder zusammenbauen. Man riecht auch, es war schon was drin. Hier muss man darauf achten, dass man, jetzt zeige ich das mal näher, wir sehen hier den schwarzen Strich und dieses Schlosszeichen und diese kleine Nase und auf dem Tank das Zeichen. Dass das so richtig sitzt und dann eine Bewegung, dann macht es klack, Hebel wieder runter und er ist richtig verschlossen. Das ist der Gemischtank und hier vorne haben wir den Öltank sitzen. Ja, starten werden wir sie auch gleich. Wenn wir sie starten möchten, wenn sie kalt ist, machen wir 2-Fingerbedienung, Sicherheitsbedienung. Es geht nicht, wenn man unten drückt, man muss wirklich beide drücken, den Hebel komplett auf Vollschock runter, dann hinstellen, 1, 2, 3 Mal ziehen, bis sie einmal hustet, sage ich. Dann den Hebel, wieder beide drücken, den Hebel einen hoch, auf Schok, noch 1, 2 Mal ziehen und dann läuft sie. Machen wir aber gleich zusammen. Okay. Hier vorne seht ihr, nach hinten ziehen, ist die Bremse locker. Nach vorne drücken, springt die Notbremse, nach vorne drücken, springt die Bremse rein und die Kette ist blockiert. Genau. Dann, wir schauen auch mal ganz kurz rein. Diese Schrauben sind wirklich eine kurze Drehung. Auf der anderen Seite das gleiche. Und einmal hier oben noch. So, einmal abnehmen. Ihr seht, die Schrauben fallen nicht raus. Das heißt, die fallen euch nicht im Wald weg. Wir haben hier den Luftfilter hinten drauf sitzen. Das ist jetzt ein Einweg-Luftfilter, so habe ich es verstanden. Für die 261, für die Profimaschinen dann. Das ist noch als Heimwerkermaschine, gilt die für nicht forstwirtschaftliche. Ist hier noch ein Einwegfilter, den kann man nicht reinigen, einfach ausklopfen und wieder einsetzen oder halt ersetzen und einen neuen draufsetzen. Den entfernt man auch durch Drehen, man hört dann ein Klacken, dann kann man ihn abnehmen. So sieht er aus. Ja. Und so sieht das Innenleben aus. Und montieren tut man ihn dann auch wieder. Aufsetzen ist, man dreht links rum, um zu öffnen und rechts rum wahrscheinlich, um festzumachen. Wir probieren mal, er rastet ein und man hat es wieder schön klacken gehört und er ist fest. Ja, Anzug, Zündkerze ist direkt von vornherein ein Busch verbaut. Und jetzt macht man die Kappe mal wieder drauf und dann schauen wir mal zu, was wir das Schwert montiert kriegen. Die Klappe geht auch wieder ganz leicht drauf. Aufsetzen, auch die Verarbeitung von der Säge. Hier ist keine Phase, das ist wie, ja, das ist gewohnte Stielqualität. Wieder festschrauben. Gleichmäßig, einmal ein bisschen fest, handfest, andere Seite. So. Zack. Und zack. Okay, einmal schön festmachen. Zu sagen ist noch, die Maschine hat einen Antivibrations
Konzept verbaut. Ihr seht hier eine Feder, hier unten die Feder und hier oben noch die Feder. Das heißt, ihr könnt hier richtig schön lange mitarbeiten, ohne dass euch die Arme einschlafen, ohne ihr sonst irgendwie benachteiligt werdet durch Ermüdungserscheinungen. Okay, wir lösen mal die Schraube. Die ist jetzt nicht verliersicher. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen im Wald, damit die nicht verloren geht. Na? Wow, das war ja was. Nun gut, hier seht ihr nochmal das Ritzel. Der Versteller. Die Kanäle für das Öl zur Schmierung. Gut. Jetzt packen wir uns mal die Schiene aus. Hier seht ihr immer noch mal angegeben, was für eine Schiene ihr benutzt. Das sollte auf jeder Kettensäge draufstehen, um dann auch die Ketten nachzukaufen. Es gibt ja noch die 3 Achtel, die 1 Viertel und das hier ist die 3 25er. Ihr seht das Triebgliedmaß 1,6 mm und die Länge des Schwertes. Alle Informationen stehen immer auf dem Schwert drauf. Rollomatic E. Soweit schon mal. Die Kette hatte ich euch auch gesagt. Das ist die Stiel Micro. Original Stiel. Ja, das ist auch immer so eine Kunst für sich, die Ketten dann zu entfrummeln. Erledigt. Ja, wie muss die Kette drauf? Ihr seht auf der Kette einen Pfeil. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich zeige es euch mal kurz hier oben rein. Seht ihr hier auf dem Triebglied den Pfeil? Da ist ein kleines Pfeilchen. Das muss natürlich so in Laufrichtung drauf. Diese müssen weg von der Säge zeigen. Schwert. Legen die Kette so drauf. Ihr seht es jetzt nochmal mit dem Pfeil. Hoffentlich kann man es erkennen. Und die Kette wird dann später so laufen. Jawohl. Jetzt wunderbar rein. Wir setzen uns die Schraube wieder auf. Hier gibt es kein vorn und hinten, aber hier steht Stiel drauf. Also machen wir das Stiel nach vorne. Nun gut. So, Hand fest. Jetzt heben wir das Schwert an der Spitze nach oben, führen den Schraubenzieher ein. An der Seite und ihr seht jetzt hier unten, wie die Kette sich spannen wird. So müsste es sein. Die Kette hat noch ein bisschen Spiel, wie ihr das seht. Also ihr könnt die Kette hier so ein, ich sag mal, 3 bis 4 mm aus der Führungsschiene rausheben. Und jetzt zieht ihr mit dem Schlüssel das Schwert ordnungsgemäß an. Ihr könnt jetzt noch mit dem Schlüssel hier überprüfen, ob die Kette sich bewegt. Das ist der Fall. Natürlich immer hinter die Schneide. Hier vorne wird geschnitten. Also hinten, weil sonst macht man sich natürlich ein bisschen stumpf wieder. Die Kette bewegt sich einwandfrei durch. Nun gut. Kette ist angezogen. Bremse ist immer bei der Sache natürlich gelöst.
Jetzt geht's ans Betanken, meine Freunde. Meine andere alte Benzinkettensäge ist defekt gegangen. Da war das Schneckengetriebe und das die Ölpumpe defekt. Das lag daran, weil ich ein Bioöl benutzt habe. Ein Raps-Bioöl für Kettensägen. Mir wurde in der Werkstatt aber mitgeteilt, für uns Hobbyanwender ist ein Bio-Rapsöl, oh, ist das schlecht. Weil so ein Bioöl, das verharzt. Verharzt. Das heißt, man kann die Kette nicht mehr leichtgängig bedienen. Weil ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Oliven-Sonnenblumenöl. Das wird ranzig und wird dick. Und das Gleiche passiert natürlich auch in der Ölpumpe und im Schneckengetriebe. Und dann kann es ganz leicht passieren, dass Kettensägen, die nicht alle 3 Monate laufen und mit Bioöl befüllt sind, dass die dann kaputt gehen. Und aus dem Grund habe ich mich jetzt entschieden, diese Säge nur mit dem Stiel Synthetic Plus zu betreiben, weil das hat wirklich keine Verharzungseffekte, ist für den Profibereich sehr gut, aber auch für den Hobbybereich sehr gut geeignet und bringt halt die Vorteile eines Nichtverharzens mit. Liegt der Liter um die 11 Euro, müsst ihr mal schauen, ist auch wieder von Händler zu Händler unterschiedlich, aber knapp 11 Euro. Die neue MS251 wird, wie gesagt, bei mir jetzt nur noch mit Stiel Plus Synthetik betrieben. Sowie auch der Treibstoff, den ich bei der Vorgängersäge immer selbst gemischt habe. Mit dieser schönen Dosierflasche hier, wo man oben reindrückt und dann selbst anmischt. Da war immer ein riesen Theater, wie viel brauche ich? Brauche ich 1 Liter im Wald? Brauche ich 2 Liter? Mache ich 5 Liter direkt an? Dann steht's. Aber das sollte man nicht lagern. Und aus dem Grund und auch aus gesundheitlichen Gründen und Umweltaspektpunkten, ich weiß, verurteile ich mich jetzt nicht, ich benutze kein Bioöl mehr, aber jetzt komme ich hier mit SM2 der Umwelt zuliebe an. Ja, auch, aber auch aus dem Punkt, dass SM2 oder Motomix von Stiel oder was es da nicht alles gibt. Erstmal ist das hier bis zu 5 Jahre haltbar, angemacht in der Flasche und nicht wie ein Kanister, der halt verfliegt, wo die Oktanzahl verschwindet und dann irgendwann nicht mehr richtig läuft und die Maschine belastet. Es ist weniger Wasser drin. Es soll besser sein. Ich mache da so ein kleines Experiment draus. Meine alte Maschine, die repariert worden ist, die wird weiter mit selbstgemischten betrieben und die neue mit Aspen. Oder vielleicht, ich habe jetzt 5 Liter Espen, wenn der Espen dann leer ist, dann gehe ich mal auf Motomix, ob ich dann da einen Unterschied spüre. Aber definitiv sicher ist, dass die Maschine nur noch mit Sonderkraftstoff laufen wird. Ja. Nun gut. Die Schnellverschlüsse hier hochklappen. Einmal zur Seite und aufmachen. Kriegen wir auch so eingeschüttet. Wir machen das mal vorsichtig. Gut, das war's. Erbsen 2. Ganz wichtig, es gibt auch noch einen Erbsen 4, aber das ist dann der Viertakter. Wir sind aber hier beim Zweitakter. So, dann gehen wir jetzt zum Öl über. Das ist das gleiche Prinzip. Hochklappen den schwarzen Teil, zur Seite drehen und wegklappen. Synthetik Plus.
Hier nehme ich mir aber jetzt den Trichter für, denn ich möchte hier nichts versauen. Da wäre es schon fast zu spät gewesen, aber es hat noch mal gut gegangen. Wie viel passt hier rein? Ja, so knapp 200 Milliliter sind jetzt hier reingegangen. Also mal schön sauber machen. Raus damit. Den Deckel wieder aufsetzen. Jetzt darauf achten, dass die Markierungen hier richtig sind. Ja, es geht auch nur. Er muss wirklich runterrutschen und dann den schwarzen hier rüber drehen. Klack. Und sie ist zu. So viel dazu. Öl. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon da angekommen, dass wir sagen können, dass wir sie anschmeißen. Gehen wir mal raus und machen das schöne Stück an. Wenn es euch gefallen hat, meine kleine Einweisung in die MS 251, lasst mir einen Daumen da, habe ich euch am Anfang schon gesagt. Schaut euch meine anderen Videos an und schreibt mir mal einen Kommentar dazu, was ihr von dieser Säge haltet. Ihr werdet sie jetzt demnächst auch im Einsatz sehen im Wald. Dort liegen ein paar Buchenstämme, die wir beide uns hier zur Brust nehmen müssen. In dem Sinne, bleibt gesund. Adieu, euer Leuchtturmmeister. Okay. Beide Hebel drücken, auf komplett Choke runter machen. Dann den Fuß sicher hier rein, Bremse, einlegen, ganz wichtig. Das war der erste Huster. Jetzt einen hochgehen. Fuß wieder rein. Oh.